Naja, können wir ja später mal hingehen. Erstmal Erleuchtung. So. Kohle nehmen wir natürlich auch noch mit. Was auch sonst. Da lassen wäre dumm. Weil Kohle kann man immer gebrauchen. Nicht wahr? So. Wieder zu. Boah, also wir haben ja richtig viel gefunden. Und über uns ist Sand, das heißt, wir sind relativ weit oben. Ich hoffe mal, dass uns jetzt nicht der Himmel auf den Kopf fällt, beziehungsweise der Sand. Ne? Ich möchte mich wissen, wahrscheinlich geht es da oben raus. Wo es denn da oben raus geht? Nehmen wir mal Erde, die geht schneller weg. Also. Huh! Fast direkt vor unserem Haus. Ich würde sagen, craften wir uns ein paar Leitern und machen den Einstieg. Ja, praktisch. Stöcke haben wir keine mehr. Dann müssen wir uns welche machen. So. Drei Leitern. Wie viel brauchen wir denn ungefähr? Alle. 16 Stöcke tue ich mal in die Truhe. Okay, 48 Leitern werden es nicht sein, aber dann haben wir halt welche für irgendwelche Ausflüge in die Tiefe. Ach ja, jetzt habe ich vergessen. Ich wollte ja noch Dings mitnehmen. Wir hatten doch noch eine. So. Also wenn ich jetzt was leise rede, dann tut mir das leid. Aber das lässt sich nicht ändern. Weil das liegt dann am Headset. Ja. Das liegt am Headset. So. Leiter, Leiter. Graben, Leiter graben, Leiter graben, Leiter graben, weiter graben. Ach nee. So. Der ist ein bisschen im Weg. Machen wir den Sandstein mal weg. Dann ist ja auch mehr Platz. So, dann wissen wir auf jeden Fall, wir haben einen Ausgang. Yay! Und 40 Leitern über. Ich habe jetzt natürlich wieder vergessen, die Falltür oben dran zu machen. Ist ja auch egal. Okay, da war gerade ein epischer Höhlensound. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ja, da war ja noch ein anderer Teil, den wir noch nicht erkundet hatten. Genau der. So.
Also, es hat sehr gut funktioniert, was ich vorhatte. Und das war diesmal nicht ironisch gemeint. Wie das sonst ja schon mal der Fall ist. Und sehe ich das hier gerade richtig? Moment. Ah, warte, ich setze mal hier zur Markierung einen Erdblock hin. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt stimmt, was ich glaube. Wenn ja, wäre das episch. Ist da unten ein Erdblock? Da unten ist ein Erdblock. Das heißt, diese Höhlen sind hier miteinander verbunden. Und da oben ist Kohle. Ne, also die sind damit miteinander verbunden und das ist praktisch. So. Boah, da ist noch viel Kohle. So, ich glaube, ich mache hier dann mal gerade zu. Können wir auch nicht mehr reinfallen. Das wäre ein ziemlicher Reinfall. Hahaha, Wortwitz. So, und hier ist noch mehr Kohle. Dann haben wir ja jetzt schon 98 Kohle. So. Dann machen wir hier mal den Lavastrom zu. Oh, er sinkt immer weiter ab. Das ist ja sehr interessant. Huch. Naja, egal. So, verreckst du jetzt? Komplett oder nicht? Hallo? Ne, ich wollte nicht an das eiserne Fackel hängen. Oh, jetzt ist die Fackel in die Lava gefallen. Egal. Eine Fackel kommt ja jetzt nicht an. So, und dann ist es jetzt hier dunkel und dann machen wir es mal hell. Ne? Die ganzen hässlichen Cobblestones hier machen wir mal weg. Und den Erde ist auch an der falschen Stelle. Und hier den Durchgang kann man dann auch zumachen. Ne? Ah ja, da war ja noch Eisen. Genau. Eisen. Und so viel. Ein Block. Noch ein Eisen. Naja. Aber hier ist mehr Eisen hin. Hinter. So. Das war das richtige Wort. Das war jetzt unnötig, aber ist auch egal. Interessiert ja keiner. Da oben tropft Wasser aus dem Stein. Und da ist noch eine große Höhle.
Okay, keine große, aber eine rohstoffreiche Höhle. Das ist sehr gut. Dann graben wir jetzt auch nochmal hier die Kohle weg. Und müde bin ich immer noch. Wenn auch nicht mehr so viel wie am Anfang. Vor ungefähr 2,5 Stunden oder so. Naja. So. Da war noch Eisen, genau. Ich wusste es doch. Irgendwo hier war noch was gewesen.